Hallo ihr Lieben, ich habe meine Weihnachtskarten fertig und möchte die euch jetzt mal zeigen. Ich habe ein paar mit Frozen, ich habe ein paar mit meinen neuen Stempeln und die zwei habe ich aus dem Set von Action gemacht. Da gab es dieses Jahr so ein komplettes Set, wo man sich Karten basteln kann, also außer die Umschläge, aber alles halt. Sonst so Sticker, Papier, es war auch so ein kleines Stück Schnur und Glöckchen drin. Und wie gesagt, halt Sticker, da habe ich hier bei dem Briefumschlag einfach mal diese schmalen genommen, die schmalen Sticker. Ja, und dann habe ich mich einfach mal ein bisschen ausprobiert. Habe jetzt so viel mit so, ja, mit diesen Motiven, die man einfach so rausdrückt, habe ich jetzt noch nicht so viele Karten gemacht und habe das aber so ein bisschen 3D-mäßig, einfach so mit diesem, na, mit diesem Foam-Klebeband, mit diesem dicken Klebeband, ja, versucht halt so ein bisschen 3D-mäßig zu gestalten und ich finde es ja eigentlich schon gut gelungen. Hier geht gerade irgendwie der Baum so ein bisschen ab. Ja, und habe halt das so ein bisschen zusammengesetzt, wie ich denke, dass es passt. Da habe ich einmal die. Und hier habe ich die Sticker benutzt. Und hier oben so einen kleinen Spruch. Und da habe ich halt, ja, das ein bisschen so gemacht. Keine Ahnung, ich bin irgendwie nicht so mega zufrieden. Ist jetzt auch nicht mega schlimm hässlich, aber ja, irgendwie irgendwas fehlt oder stört mich, keine Ahnung. Ja, mal gucken. Aber meistens, wenn man es verschenkt, die Leute freuen sich trotzdem. Selber findet man das manchmal mega schlimm, aber tja, man ist manchmal halt so ein bisschen selbstkritisch. Dann habe ich hier mit meinen kleinen Yetis gearbeitet. Da habe ich so unterschiedliche Karten. Die Kartenrohlinge sind auch alle von Action. Und hier habe ich in so einem Cremefarben, habe ich so runde Kreise ausgestochen. Und habe die halt, die ganzen kleinen Yetis, ja, auf das Papier gestempelt, auf das Aquarellpapier von Action. Und dann ausgemalt. Und hier sind auch die Steine vom Teddy. Noch so ein paar Schneeflocken. Genau. Finde ich eigentlich auch ganz niedlich geworden. Dann habe ich noch eine quadratische Karte. Da habe ich immer ein bisschen versucht, ja, ein bisschen anderes Design zu benutzen. Halt auch mal andere Schneeflocken und so. Und ich finde die halt echt mega niedlich. Bin auch mega zufrieden, wie ich koloriert habe so. So viel habe ich jetzt noch nicht koloriert an Stempeln, aber ich finde die echt mega schön geworden. Hier im Hintergrund habe ich noch so kleine Tags ausgestanzt und habe die dann schräg durchgeschnitten und hatte dann halt zwei Berge. Genau, und die Schneeflocken sind halt gold und ein bisschen glitzernd. Ja. Dann habe ich hier so kleine, also normale Karten, so meistens wie man sie kennt, in halt reinem Weiß. Und habe hier halt auch das ausgestanzt. Hier habe ich auch so einen Berg, hier unten auch. Und die sind hier fleißig am Singen und habe halt hier mal die Schneeflocken blau gemacht in Glitzer und hier sind auch wieder die schwarzen Steine. Schwarz, dunkelblau. Genau. Und das ist auch das Hintergrund. Das Hintergrundpapier ist das von Teddy, dieser blaue Aquarellblock. Genau, da habe ich einmal die. Dann habe ich hier eine, die mir, wie soll ich sagen, ein bisschen die Nerven geraubt hat mit dieser Stanze. Das habe ich halt hier komplett aus der Karte ausgestanzt und habe dann blaues Glitzerpapier dahinter geklebt und noch so ganz kleine Streu-Deko-Schneeflocken und auch wieder mit den Strasssteinchen und unten einfach wieder die Berge und ja, ein Skifahrer. Ja, und die Stanze ist halt, die ist mega schön, finde ich, weil man braucht nicht mehr so viel außenrum machen, aber es bleibt halt mega viel dazwischen hängen, was man noch halt manuell rauspieksen muss.
Und deswegen habe ich davon auch nur eine. Ja, da war ich ein bisschen genervt, aber sie ist halt auch mega schön. Und die letzte mit den Yetis ist die, die ist halt ein bisschen mehr schlicht. Da habe ich ja einfach auch aus dem Hintergrundpapier von Teddy hier das ausgestanzt, beziehungsweise war das übrig. Und habe das auch ein bisschen erhöht aufgeklebt. Und genau, da steht ein kleiner mit Geschenk. Ja, der Text hier, das war auch mit zu den Stempeln dazu, zu dem Yeti-Set. Und hier oben ist halt eine Glitzerschneeflocke, eine große. Ja, ist halt ein bisschen schlichter, aber finde ich trotzdem schön. Und dann habe ich noch einiges an Frozen-Karten gemacht. Die erste hier, da habe ich so eine Schüttelkarte gemacht. Das ist hier so ein Deckel von so einem großen Joghurtbecher. Genau. Das Hintergrundpapier, das war auch mal von Action. Also das, was hier drin ist, das war so ein kleiner viereckiger Block. Da gab es ganz viele Disney-Motive. Genau. Und dann habe ich hier Schneeflocken aufgeklebt. Da ist hier so ein Puschel in der Mitte. Genau. Und dann kann man halt so ein bisschen schütteln. So kleine Schneeflocken habe ich da drin und so kleine Styropor-Schneekugeln. Ja, die finde ich auch mega schön. Dann habe ich diese hier. Die ist so an sich ein bisschen schlicht gehalten, halt nur mit verschiedenen Papier. Genau. Und habe hier auch viel wieder mit diesen Steinen gearbeitet, deswegen sind da schon so viele weg. Dann habe ich hier noch einmal Anna. Ja, habe mit verschiedenen Stanzen gearbeitet und halt so ein bisschen 3D, dass das nicht ganz so draufgeklatscht ist. Dann ist hier nochmal Anna. Da habe ich oben so kleine Schneeflocken, einfach eine blaue und eine weiße übereinander geklebt und so einen kleinen Olaf ausgestanzt. Da habe ich hier auch die Tags mit dem Text von den Yetis benutzt und hier unten einfach noch so ein Bäumchen. Und wieder mit verschiedenen Stanzen. Dann ist hier nochmal eine Elsa-Karte. Habe ich auch wieder mit diesen Glitzerschneeflocken gearbeitet. Und halt mit verschiedenen Stanzen hier das dann so übereinander geklebt. Auch immer wieder mit dem bisschen dickeren Klebeband, dass es halt ein bisschen 3D-Effekt hat. Und die letzte Karte ist die hier. Die finde ich auch mega schön. Mit Anna und Elsa. Und hier habe ich einfach mal eine Blume ausgestanzt, auch aus diesem Aquarellpapier, weil ich finde, das hat ja so einen ganz, 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 ganz Mini-Gelbstich. Und ich finde, das sieht immer ein bisschen schöner aus als dieses komplett Weiße. Und da habe ich einfach mal eine Blume genommen und habe den Olaf da drauf geklebt und ich finde, das ist mal eine schöne Alternative zu so einer Schneeflocke. Hier habe ich wieder zwei übereinander geklebt und auch hier habe ich diesen von den Yetis benutzt. Genau, und im Hintergrund noch ist auch von einer Actionstanze noch so, dass der Hintergrund nicht so ganz nackig ist. Genau. Das waren meine Karten. Ich bin mega froh, dass ich fertig bin, weil ich habe einfach übel verbummelt, halt anzufangen. Und es nimmt doch schon ganz schön viel Zeit in Anspruch. Genau. Ich hoffe, euch gefallen sie genauso wie mir. Vielleicht konnte ich euch auch ein bisschen inspirieren, ne? Manchmal sieht man ja bei anderen Leuten was und denkt sich so, ah, das könnte ich so und so machen. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!